Das Paul-Scherrer-Institut PSI liegt im Kanton Aargau. Es ist das größte Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz. Das PSI betreibt für die Forschung mehrere wissenschaftliche Großanlagen. Das Protonenzyklotron und die Synchrotron-Lichtquelle Schweiz, kurz SLS, hier im Vordergrund zu sehen, sind zwei dieser Anlagen. Im Jahr 2017 wird auf der Ostseite der Aare das nächste Großprojekt des PSI in Betrieb genommen, der freie Elektronenröntgenlaser SwissVail. Der SwissVail ist mit einem großen Mikroskop vergleichbar, mit dem man ultraschnelle Bewegungen von Atomen filmen kann. Im Dezember 2010 wurde das Projekt SwissVail im Rahmen des Tech Day in einem Workshop an der Kantonsschule Zürcher Oberland vorgestellt. Die Schüler erhielten durch Kurzvorträge zunächst einen ersten Eindruck vom geplanten Großprojekt. Danach fing der eigentliche Teil des Workshops an. Die Schüler sollten unter Leitung der Wissenschaftler die Funktionsweise des SwissVails tänzerisch darstellen, indem sie Anwendungen in der Informationstechnologie sowie in der Umweltchemie vorführten. Der freie Elektronenröntgenlaser besteht aus einer Elektronenkanone, einem Elektronenbeschleuniger und einem Magnetundulator. Zunächst werden Elektronenpakete auf beinahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Daraufhin durchfliegen sie eine Reihe von Magneten mit abwechselnder Polarität. Die Magneten zwingen die Elektronen auf eine Slalombahn. Die Hin- und Herbewegung führt zur Emission von Röntgenlichtteilchen, sogenannte Photonen. Als Reaktion auf den intensiven Lichtpuls gruppieren sich die Elektronen in kleine Untergruppen, die kohärent miteinander weiterstrahlen. Auf diese Weise wird der Röntgenlichtpuls enorm verstärkt. Nachdem die Elektronen das Röntgenlicht abgestrahlt haben, werden sie nicht mehr benötigt. Sie werden umgeleitet und in eine Auffangvorrichtung eingefangen. Das Röntgenlicht fliegt geradeaus weiter zu den Experimentieranlagen, wo zum Beispiel an folgenden Themen geforscht wird. Ein Thema ist die Informationstechnologie. In der Informationstechnologie werden an magnetische Datenspeicher immer höhere Anforderungen bezüglich Dichte und Geschwindigkeit gestellt. Deshalb forscht man intensiv an besseren magnetischen Materialien. Eine Möglichkeit, Information mit hoher Dichte zu speichern, bieten die sogenannten magnetischen Wirbel. Mikroskopische Anordnungen von magnetischen Atomen, die in einer dünnen Kristallschicht angeordnet sind. Obwohl solche Wirbelmuster äußerst stabil sind, besagt die Theorie, dass mit Hilfe von geeigneten Magnetfeldpulsen die Magnetisierungsrichtung des Wirbels blitzschnell umgedreht werden kann. Dieser Vorgang könnte mit dem SwissVail sichtbar gemacht werden. Thema ist die Umweltchemie. Den Ablauf einer katalytischen Reaktion auf atomarer Ebene zu verfolgen, um ihn dann optimieren zu können, ist ein Wunsch vieler Wissenschaftler in der Umweltforschung. Ein Beispiel ist das Umwandeln von giftigem Kohlenmonoxid aus Verbrennungsmotoren in das weniger gefährliche Kohlendioxid. Es gibt Modellvorstellungen, wie eine Metalloberfläche, zum Beispiel Platinum, das Umwandeln von CO in CO2 befördern kann.
Zelle zu prüfen, werden die katalytischen Reaktionen mittels Strahlungspulsen ausgelöst. Danach können diese Reaktionen, das heißt das Auseinanderbrechen und Neuverbinden der Moleküle mit dem Swissvale, beobachtet und registriert werden. In den Schülern von heute stecken die Forscher von morgen. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, ihre Neugierde herauszufinden, wie die Welt um uns herum genau funktioniert, rechtzeitig zu wecken. Wir möchten sie motivieren, als künftige Wissenschaftenden die drängenden wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen unserer Gesellschaft anzugehen und zu bewältigen.